Hi Leute, Roletix hier. Heute die Frage: Willst du normal sein oder glücklich? Willst du normal sein oder gesund? Normale Menschen, der Norm angepassten Menschen heutzutage, sind nun mal nicht gesund, sind nicht glücklich, kriegen alle möglichen Krankheiten. Und du musst dich schon entscheiden. Wenn du ein normales Leben lebst, dann kannst du nicht gesund und glücklich werden. Wenn du angepasst jeden Tag auf eine scheiß Arbeit gehst, die dir keinen Spaß macht, dann kannst du nicht gesund und glücklich werden. Du musst dich entscheiden. Jeder normale Mensch wird krank irgendwann. Ist nicht glücklich, nicht wirklich. Viele wissen ja nicht mal, dass sie unglücklich sind. Die haben sich schon so eine feste Komfortzone, die so eng ist, so einen kleinen engen Horizont aufgebaut, den sie so verfestigt haben, wie eine Burg, dass sie gar nicht mehr andere Sachen wahrnehmen, dass sie gar nicht wahrnehmen, was sie verpassen, dass sie gar keine neuen Dinge mehr angehen, sondern ihr latentes Unglück und so weiter einfach ihr Leben lang leben, bis sie dann sterben irgendwann. Jeden Tag das Gleiche gemacht, jeden Tag in die Arbeit gegangen, jedes Wochenende die Familie getroffen, jedes Mal das Gleiche. Das ist doch so langweilig. Du musst dich entscheiden, gesund, glücklich oder normal. Es gibt so ein schönes Buch von Robert Betz, Willst du normal sein oder glücklich? Du musst einfach dein Denken ändern und du musst es tun, was dir Spaß macht, egal was die anderen Leute denken. Punkt. Es gibt noch kein Allheilmittel gegen alle Krankheiten. Es wird es nie geben, weil sie nie den Sinn von Krankheit verstanden haben, weil man immer die Krankheit wegbekommen möchte. Als normaler Mensch, dann schiebst du die Schuld auf die Ärzte, die haben die Krankheit falsch behandelt. Dann schiebst du die Schuld auf deine Eltern, die haben dir schlechte Gene mitgegeben. Dann schiebst du die Schuld auf irgendwas im Äußeren immer wieder. Deine Eltern, deine Gene, Epigenetik. Heutzutage ist es bekannt, deine Gene bestimmen so gut wie nichts. Beziehungsweise du kannst deine Gene mit deinen Gedanken verändern. Wir haben zum Beispiel HIV-Tests gemacht und so weiter, haben den Teilnehmern in den Studien gesagt, sie sollen ihr Denken ändern, die Einstellung dementsprechend geistig bearbeitet. Der war 2 Minuten später negativ, der Test. Vorher war er positiv. Deine Gedanken können auf der Stelle deine Gene jeden Moment beeinflussen. Was du denkst, sendest du auch an deinen Körper als Signale aus. Es ist auch bekannt in der Medizin, dass der Beobachter das Experiment immer beeinflusst. Es wurden zum Beispiel an der Wand lauter kleine Kugeln runterfallen gelassen. Irgendwelche unabhängigen Teilnehmer sind gekommen. Normalerweise verteilt sich es nach einer gaußschen Normalverteilung in diese Glockenkurve. Und man hat diesen Teilnehmern gesagt, sie sollen sie nach rechts oder links mit den Gedanken ablenken, diese Kugel, damit diese Normalverteilung mehr abweicht auf rechts oder links. Und dieses rechts oder links hat fast immer gestimmt, auf jeden Fall signifikant, das waren, ich weiß es nicht mehr genau, 90% oder so, dahin, wo die Gedanken es beeinflussen, ist diese Verteilung auch. Du beeinflusst mit deinem Denken direkt, was passiert. Wenn du die Meinung hast, du kannst nichts dafür, du bist nicht schuld an deiner Krankheit und schiebst immer wieder auf äußere Sachen und möchtest dein Leben nicht verändern, weil du nicht aus deiner Komfortzone rauskommen willst, dann bist du auch machtlos. Du musst die Verantwortung für alles übernehmen, was in deinem Leben passiert, und dann kannst du auch alles heilen, was du möchtest. Heilen heißt ganz machen, alles integrieren, gut und böse. Willst du gut sein oder ganz, gibt es so einen Spruch. Heil sein. Der Arzt fragt normalerweise, früher hat der Arzt immer gefragt, was fehlt dir? Was fehlt dir, um dich ganz zu machen? Daher kommt die Frage. Und heutzutage ist es nur noch,
Was haben sie? Wie kriegen wir es weg? Völlig falscher Ansatz. Also entscheide ich, normal sein oder glücklich. Beides geht nicht. Peace.